So, ich renne mal darüber. Surprise, surprise. Haben wir noch Scheiben über? Ja, wir haben tatsächlich noch Scheiben. Das heißt, ich kann da oben schnell einen Slot frei machen. So. Ups. So. Zack. Kann man aufstehen lassen, kann man zumachen. Subi. Hier ist noch relativ dunkel in der Gegend, kann das sein? Und wir haben auch kaum Fackeln. Was wir erstmal testen ist, wie gut die Suppe wirkt. Ah, ja doch, wir testen jetzt mal die Suppe einfach. Also satt bin ich schon mal eins geworden. Das war der erste Test. Das ist schon mal ergiebiger als manch anderes Zeug. Sollte sie auch sein, tatsächlich. Wie lange sie jetzt hält, wird sich zeigen. Brot habe ich auch noch. Ja, warum ich das Loch hier aktuell auch noch so ein bisschen vergrößere, liegt halt auch einfach daran, dass ich einfach gar keine Erde habe. Das muss man halt auch mal so sagen. Oh, Sumsel. Sumsi, 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 Sumsi. Tschüss. Da hinten steht ein Zebra auf dem Eis. Da steht ein Zebra auf dem Eis. Ja, ja, ein Zebra auf dem Eis. Ich möchte trotzdem nichts verschwenden, deshalb grabe ich auch die Schneebälle ab. So. Ach, guck mal, hier ist mein Weg. Ist auch doof, wenn ich den kaputt mache. Das könnte nicht mal Schnee gewesen sein. Das stimmt, das war nur Deko-Schnee. So, das ist hier schon eine ganze Menge Zeug mehr weg. Das heißt, wir haben hier ein bisschen mehr Blotsch. Und dann kann ich hier nochmal einen Gang lang gehen. Auch damit wir ein bisschen Erde auf die Tasche bekommen. Ja. Hallo, Sumsel. Wie geht's dir so? Und im Zweifel machen wir das Loch auch eher als Senke dann am Ende zu, als einfach nur zu. Ein bisschen Senke ist ja auch schön. Ups. So. Wir nähern uns so dem unteren Teil. So. Gut. Da könnten wir hier noch eine Bahn wegmachen, ne? Dann sind wir auf Stein. Und ob da können wir uns wild durchgraben. Da folgen wir keinen Regeln mehr. So. 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 Jetzt haben wir ein bisschen mehr Erde auf der Tasche. Das ist doch schön. Also Minecraft ohne Erde ist natürlich auch doof. Ah, so richtig gut finde ich das Haus noch nicht. Aber wir haben ja Zeit. Zu wenig, aber wir haben Zeit. Das geht dann hinten raus ran, ne? Also, ach nein. Ach nein, ach nein, ach nein. Weißt du, warte. Haben wir noch Blumen irgendwo? Siehst du da irgendwo Blumen? Guck mal kurz. Ich nicht. Siehst du da irgendwo Blumen? Kotten. Noch mehr Kotten. Aber nein, hier ist auch keine Blumen gut. Dann tue ich nämlich die Blumen. Oh, weißt du was? Die Blumen ins Nachttischchen. Ja, du Arsch. Du tust die Blumen nicht ins Nachttischchen, du setzt sie einfach da irgendwo hin. So. Das wird noch alles schöner. Wir haben halt nicht so viel Zeit. Ach ja, genau, das haben wir auch eigentlich hier hochgekommen. Ach, guck mal. Die Erde haben wir, also den Schneebälle haben wir wohin geräumt gehabt? So, die bleiben halt über, ne? Da kann man nichts machen. Sind hier die Schneebälle drin? Schneemäbel? Nein. Das habe ich drüben. Oh, guck mal, Tomatensamen. Rustic-Tomatensamen. Die kann man auf den Boden legen für irgendwelche Viecher, nehme ich an. Bitte mit. You can't place that here. Something is in the way. You can't place it here. Something is in the way. 7.03 Uhr steht man wieder auf. Ist eigentlich wahnsinnig lang, wie man lang man schläft, ne? Fett. Wäre ja gar nichts für mich. Ehrlich. Wäre ja gar nichts für mich. Ich wäre jetzt schon total, ich wäre um 5 Uhr aufgestanden. Mindestens. Vielleicht schade, dass man nicht irgendwie die Aufstehzeit einstellen kann. Dass man ein bisschen weniger lange da so zugange ist. Lange zugange. So. Langgang. Langgang-Style. Juhu!
So, Steckrübe nicht. Da ist doch was demnächst im Winter, trotz Winter, das ist alles tot hier. Das ist alles tot, 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 tot. Ja, das ist das Problem. Jetzt wünsche ich mir für den noch ein Schaf. So, wir haben erst ein Schaf und einen Ziegenbock. Gibt es hier vielleicht noch welche? Dann habe ich eh das Problem, wenn es noch welche gibt. Ne? Dann habe ich das Problem, dass tatsächlich, wo sind eigentlich die Löwen hin? Die waren doch immer alles voller Löwen. Ach, sind nur da. Warum sollte ich mir auch Sorgen um die machen? Das ist eine Kuh. Kuh und Löwen. Löwen und Kuh. Baum und Biber. Biber und Baum. Ja, es ist interessant. Ich hole mir noch was zu essen mit, einfach. Ja, vielleicht kann ich mir noch ein paar Suppen machen, wenn ich hier so ein paar Gärten noch abschnibbel. Schnibbel. Es geht halt einfach besser, als das selbst im Garten anzubauen. Das dauert ewig, es ist ständig Jahreszeiten und... Die Schnecke. Witzig, der Eiselefant ist auch noch da. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. So. Jetzt haben wir noch wieder ein neues, tolles Zeug geholt. Ich bin total wieder aus dem Konzept, wie so oft. Kennt man, liebt man oder auch nicht. Kennt man auf alle Fälle. So, gute Sache das. Wenn ich hier jetzt hingehe und jetzt mal sagen würde, ja, okay, jetzt habe ich hier nochmal Porree, dann tue ich hier meinen Topf hin und noch ein bisschen Brühe dazu. Zack, Gartensuppe. Zack, Gartensuppe. Zack, Gartensuppe. Ich meine, ich bin Noob. Ne? Ich fange erstmal so an und das gibt eine Gartensuppe. Guck mal, ist besser als eine Tomatensuppe. Da bin ich mir ganz sicher. Wenn ich hier zwei Pilze hinmache, dann gibt es wieder eine Gartensuppe. Es ist ein Traum. Mit Knoblauch schmeckt garantiert fett. Nee, Knoblauchsuppe gönnt er mir nicht. Eine Bohnensuppe vielleicht? Ja, Gartensuppe. So wird, da kommt doch was zusammen. Mit Kohlrabi? Ja, zack, Gartensuppe. Schmeckt auch alles gleich. Kennt man? Zucchini? Garantiert Gartensuppe. Zack, Gartensuppe. Ich koche immer... ich habe keine mehr. Ah, da. Da sind die Skelette. Für was gut. Ich esse in Zukunft immer Skelette. So, das ist... ändert meinen Blick auf Skelette, wenn sie Gartensuppe werden. Radieschen kann man garantiert Gartensuppe draus machen. Ich wusste es doch. Jetzt fehlt noch Baumwollgartensuppe hier. So ein bisschen faserig. Kann man nach dem Essen auch nochmal anziehen und auftragen. So. Gut, jetzt haben wir 18 Gartensuppen gemacht. War erstaunlich einfach tatsächlich. Ich habe noch Pfefferminze. Pfefferminze, wenn Pfefferminze Gartensuppe gibt, dann fresse ich einen Pfefferminztee. Trocken, ganzen Beutel. Ah, Gott sei Dank. Ich habe jetzt weit aus dem Fenster gelehnt, aber manchmal muss man auch was wagen, um Spannung zu erzeugen. Sonst hätte ich jetzt mit Webcam irgendwann einen Pfefferminz-Teebeutel essen müssen. Was wahrscheinlich nur gut ist, wenn man die vorher abkocht. Weil, nämlich ansonsten kann man sich da nämlich ganz schön fiese Erkrankungen auch bei holen, wenn man den Tee nicht richtig... Das war falsch. Der Tee muss schon richtig abgekocht sein, so ist das einfach. Ich könnte noch mit dem Kohlrabi noch mehr Gartensuppe machen. Dann habe ich mein erstes überhaupt gekochtes Essen fleißig im Einsatz. Und wir können mal gucken, wie gut so eine Gartensuppe erstmal wirkt. Also es ist auf alle Fälle einfach zu machen. Sie ist für uns zu machen recht gut. Und wir haben 21 Gartensuppen. Das ist einfach ein gutes Feeling, was dabei entsteht, wenn man weiß, man hat, wow, 21 Gartensuppen auf der Tasche. Das beruhigt. Ne? Das ist so ein bisschen so, oh, ich werde nicht verhungern. Du auf meinem Nachttisch, Schwein. So. Kripper, du machst mir Angst. Kleiner Stoffkripper. Oh. Kripi. Kripi. Wo ist mein Loch? So. Dann wollen wir mal gerade hier von der Stelle aus anfangen. Und hier so ein bisschen nach unten graben, um hier noch wieder Zeug zu holen. Auch eventuell Baumaterial. Ich weiß nicht, ob ein blaues Lager so gut kommt. Wir haben es ja jetzt auch schon als Dach. Aber wir haben es halt nur mal gerade da. Was soll man machen? Da bleibt mir auch so eine Spur weit nichts übrig, als mit dem zu leben, was man hat. Beziehungsweise gucken wir uns noch weiter um. Ich werde es erstmal einlagern, gegebenenfalls. Ach, guck mal, das ist ja keine gute Idee.
So, mal schauen, was dir das Loch noch so hergibt. Mir nix, dir nix. Ob das nur so ein Loch ist oder ob das auch eine Höhle ist. Und ansonsten, wenn es nur so ein Loch ist, machen wir es zu. Gleich fliegt uns die Axt um die Ohren. Die Spitzaxt. Oder auch die Hackspitze. Bonk, zack. Gut, dass wir einen Repetierspitzhacker haben. Dadurch können wir runter repetieren. Also so, ne? Okay. Ich höre es rasseln. Schnee. Tatsächlich. Hm? Ich weiß aber nicht, wo es rasselt. Ach, da geht es nicht runter. Guck mal. Das ist noch Schissel, Marmor. Auch nicht übel. Vor allem haben wir hier noch ein bisschen Eisen. Und irgendwo hier ein Skelett in der Nähe. Weiß man nicht wo. Macht nichts. Das bringt uns ein paar Eiseln. Sehr schöne Eisen. Da auch nochmal. Das sieht ja auch so edel aus mit dem Blau, ne? Wahnsinn. Ist das da jetzt ein Loch? Ne, das ist einfach nur Schiefer. Das könnte ja auch cool als Baum. Oh, das ist Kies. Kies könnte interessant werden. Für auch Pfeilspitzen dann mal irgendwann. Da bin ich ja schon für zu haben. Ich weiß nicht, haben wir den Kies mitgenommen? Hatten wir irgendwo Kies gesammelt? Wie war das? Uah. Scheiße. Das ist ja jetzt eine Überraschung. Jupp. So habe ich mir das vorgestellt. Ich bin wahrscheinlich gleich wieder tot. Nee, nicht. Seid ihr dagegen? So, ihr seid Mahlzeit. Ups, wo kommt denn das her? Wo denn? Ach da. Hä? Oh, so geht's natürlich auch. Sehr merkwürdig. Ach, guck mal, da bin ich direkt drüber gegangen. Das ist natürlich interessant. Aus dieser Perspektive nochmal einen Blick zu werfen. Da könnte man hier gerade... Sehr witzig, dass ich das so voll übersehen habe. Eine Feder. Ein Huhn. Und noch vier Fackeln. Ah, hier ist noch viel Kohle. So gut. So, ihr Zombinatoren. Seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Wow. Habt ihr das eben gehört? Witzig finde ich das Huhn hier unten drin. Ob ich das wohl retten kann? Oder ist es evil? Jetzt sollte hier aber eigentlich soweit erstmal nichts mehr spawnen können. Das heißt, dieses Ding hier gehört uns. Das können wir ausräumen. Ich versuche mal mit dem Seil das Huhn hier rauszuholen. Einfach weil es Spaß machen könnte. Wenn es noch da ist, wenn ich wiederkomme. Immer vorausgesetzt. Weil es ist ja noch eine Nacht vor uns. Wir haben ja noch 10, also eine Stunde haben wir ja noch Zeit. Es ist relativ knapp, glaube ich. Aber gut, was sollen wir machen? Dann ist halt mal knapp. Haben wir noch Federn irgendwo? Ja, tatsächlich. Wir könnten also tatsächlich ein bisschen Pfeile machen, aber das lohnt sich kaum. So, hier tue ich mal die alten Öfen befüllen mit dem da. Und dann geht's ab ins Beete. So. Hihi. Uah, sieh hier. Na, Krippi. Fast Nacht. Was ist das? Ich hab keine Ahnung. 19, 28, 29, 30, 31, 32. Ah. You need to have a water source under the block.
Mal gucken, ob ich das Hühnchen rauskriege aus dem Loch. Sollte ja kein Monster mehr weiter nachgespawnt sein. Wir waren ja im Bett. Das Hühnchen ist doch tatsächlich noch da. Monster sind tatsächlich auch keine da. Komm mit, Tankri-Hühnchen. Vielleicht können wir dem irgendwas zu fressen auch geben. Mal gucken, ob das so klappt. Oh je. Wie kriege ich das jetzt hier hoch? Komm. Ich wünsche, die Seile hätten so ein bisschen mehr Zug. Das wäre schon schön. Wir haben ein erstes Hühnchen, wenn wir es dann irgendwie rausbringen. Und dann müssen wir das mal fütteln. Alter. Was passiert, wenn ich hier einfach hochhüpfe? Und jetzt weitergehe, dann ist irgendwann das Seil weg. Das Huhn wahrscheinlich tot. Mein Seil liegt wahrscheinlich irgendwo da unten rum, wenn es noch da ist. Ja. Okay. Wir haben ein Hähnchen. Wir können eine Zucht beginnen. Soweit die Theorie. Naja. So, hier war ja sonst keiner mehr drin. Außer da oben das Zeug. Ach, hier auch. Könnte man hier nicht sowas wie ein Fenster machen? Nö. Ich habe gedacht, in die Richtung wäre. Aber nee. Früher gab es irgendwie spannendere Sachen in der Erde mit solchen Modpacks. Kann das sein? Will ich mir das ein oder nicht? Nein? So, guck mal hier, Kinder. Das können wir auch rausholen. Das ist viel Kohle. Viel Kohle. Das ist ja auch nicht falsch, aber manchmal habe ich das Gefühl, es gibt zu viel Kohle. Aber vielleicht liegt das auch an den Mods, dass man letztendlich viel mehr Kohle braucht, theoretisch, für gewisse Anwendungen. Also vielleicht ist das so ein bisschen der Bedarf einfach höher. Wobei im normalen Minecraft gibt es auch schon wahnsinnig viel Kohle, aber macht man sich nichts vor, ne? Ist schon ziemlich verkohlt alles hier. Naja, gut. Dann reißen wir sie gerade mal raus. Zumindest haben wir damit das Loch erkundet. Was war das? Wie unangenehm. So. So. So, könnten wir jetzt noch ein... Oh, da oben habe ich Kohle übersehen. Und da auch. Mabel geht ja auch gut im... Oh, guck mal, noch mehr Kohle. So, das ist doch Sebastian Frey. Finde ich gut. Freue ich mich sehr. Sehr, sehr schöne Musik von OC Remix. Da? Man sieht so gar nichts, ne? Ja gut, das ist nur Mabel. Könnte man, wenn man schon mal hat, warum auch nicht? Was man gemäbelt hat, hat man... Was war das jetzt hier? Was sollte das denn? Das ist doch Betrug. Hab ich noch niemals hingeschlagen. So. Ist das, ne, ist Limestone. Aber Limestone, ja. Ja, wobei es, glaube ich, relativ weiches Material. Da finde ich den Schiefer tatsächlich noch interessanter. Aber was für Hammer, ne? Baut es mir jetzt den Rückweg hoch kaputt. Ne, noch nicht so richtig. Jetzt machen wir jetzt hier nur den Weg da lang. Okay, müssen wir da lang gehen. Und der Schiefer ist deutlich härter. Den kennen wir auch schon. Damit haben wir ja in School of Survival schon mal rumgerapepelt. Grapepelt vor allem. Aber so ein bisschen Baumaterial einfach mal anlegen. Das ist einfach gut. So. Wie lange ist die neue Folgenlänge? 25 Minuten. Sind 50 Minuten und das sind 1 Stunde 15, die ich aufnehmen muss.
damit ich eine Woche abdecken kann. Das muss ich immer mitrechnen so ein bisschen, sonst bin ich wieder zu lange. Ich glaube, 25 Minuten reichen auch aktuell erstmal. Ich bin halt wirklich durch die Ausbildung jetzt da doch auch ganz schön schon anderweitig auch involviert. Da wird es halt dann doch deutlich, dass YouTube ein Hobby ist, das genutzt wurde, um eine lange, schwere Krankheit zu überbrücken. So ist das nun mal und ja, jetzt geht es halt auch irgendwie weiter. Das heißt, das Hobby ist immer noch geil, aber es muss dann eben in der Priorität leider eine Stufe zurück. Was ich gerade wegen euch Menschen da draußen, ihr, die ihr da so zuguckt, finde ich das sehr schade, ne? Weil das halt echt toll ist mit euch. Das kann ich nicht anders sagen, auch wenn ich aktuell aus Zeitgründen echt die Kommentare fast nur noch abherzen kann, weil mir meistens einfach, du bist so erschlagen, du hast schon so viel geschrieben, wieder irgendwie eine Ausarbeitung über Hardware, ne, und dergleichen, und dann ist Kommentare beantworten, Herzchen. Ich lese sie immer noch sehr gerne, auch wenn ich sie jetzt nicht mehr ganz so nach meinem eigenen Qualitätsanspruch beantworten kann aktuell, ich lese sie immer noch sehr gerne, und dafür habe ich auf alle Fälle auch noch die Muße. Und ich werde halt auch definitiv, ich meine, es läuft ja jetzt seit 15. Januar, die Umschulung. Und ihr merkt ja schon, das Programm ist ein bisschen eingeschränkt, weil einfach oft an den Wochenenden und so dann auch andere Dinge nochmal wieder anstehen. Und wir haben aber für dieses Wochenende, was jetzt hier bevorsteht, deshalb nehme ich hier auch schon auf, direkt nachdem ich nach Hause gekommen bin, dass, wenn die Luzi kommt, ich hier fertig bin und es schon am Rendern ist, weil wir wollten eigentlich am Wochenende auf alle Fälle streamen, wenn das zeitlich irgendwie klappt. Das hast du dann jetzt erlebt, das wäre ja dann heute der Montag, wenn ich das richtig sehe, und wir hätten ja dann gestern oder vorgestern gestreamt. Vorgestern wahrscheinlich, Samstag, denke ich, am ehesten. Oder vielleicht auch heute noch Freitag, weiß ich nicht. Gucken wir, haben nämlich ein Spiel gekauft auf Steam, was wir gerne euch mit euch spielen wollten. Das geht so 1,5 Stunden, das ist ja so eine Länge, die super für den Stream. Wir sind ja nicht so die Fans von den Ultra-Streams, ne? Das ist, ja, das überlassen wir den anderen, die da die Lust zu haben und auch die Kraft und die Stimme und was alles da mit reinspielt, dass man solche langen Streams auch machen kann. Also mir geht irgendwann halt auch einfach die Stimme weg. Das muss ich einfach so sagen. Das ist ja nicht mehr so gut wie früher, was das angeht. So. Auch nicht so schlimm. Auch nicht so schlimm. Ich bin ja auch kein Berufsmoderator, ich bin ja kein Radiomoderator, ich bin ja niemand, der von seiner Stimme leben muss, sondern ich lebe ja tatsächlich eben dann eher durch die klassische Arbeit. Es ist auch einfach, es lohnt sich nicht irgendwie jetzt auch mit dieser Artikel 13 Diskussion oder so, das lohnt sich keinen Meter da irgendwie auch nur einen Gedanken dran zu verschwenden, je wieder von sowas wie YouTube leben zu können, wenn man es bisher nicht tut, ne? Also, und groß genug ist, also das ist ja das Erschreckende dabei, ne? Also wir als Hobbyleute sind ja fein raus, im schlimmsten Fall verlieren wir ein Hobby. Ah, es gibt Leute, die durch diese ganze Geschichte wirklich in ihrer Existenz hier auch bedroht sind. Und zwar nicht nur irgendwie YouTuber, sondern eben auch wirklich viele Plattformen aus dem europäischen Raum, die eben es nicht werden leisten können, Uploadfilter bereitzustellen oder alle Lizenzvereinbarungen mit allen möglichen Lizenznehmern da zu schließen. Also das ist schon doof. Das ist einfach doof. Kann man nicht anders sagen. Ich habe mich ja schon drüber ausgekotzt. Aber so ein bisschen treibt es einen halt immer um. Das Ganze lässt einen nie los. Leider. Weil man halt auch sich sehr unverstanden fühlt, wie die Demonstranten teilweise eben entsprechend tituliert werden. Wobei man sagen muss, auch die Gegenseite jetzt, unsere Seite, nenne ich es jetzt mal dann, potenziell eher die Seite der Artikel 13 Gegner, hat sich auch nicht viel geschenkt mittlerweile. Also das ist ein insgesamt alles ein bisschen so, wo du denkst so, ach Leute, keep cool. Kann man eigentlich auch hier sich eine Gartensuppe draus machen? Mich würde es ja nicht überraschen, wenn ich jetzt hier mit dem Hähnchen mir eine Suppe machen kann, ne? Irgendwie. Leider nicht. Also experimentell mal versucht einfach. Manchmal hat man ja Glück mit sowas. Das habe ich einfach mal gedacht, ach, probier's das mal. So, jetzt ist er erst wieder durcheinander. Ach so, das. Ach nee, Seil lasse ich mal im Körper. Wenn Tiere da sind, kann ich sie wieder erwürgen. Mein Gott. Ey, Alter. Der Typ. So Typ. Hier hast du neue Mabels. Und dann hast du hier ein bisschen Diorit, das ist aber lächerlich wenig. Wir haben hier noch ein bisschen Kies. Dann haben wir da ein bisschen mehr Kies. Eisen ist nämlich drüben. Schiefer haben wir jetzt ein bisschen was. Da kann man auch, ja, aber zum Bauen ist das echt knappig. Das Blue Chist haben wir auch noch. Und dann haben wir hier noch Limestone. Und jetzt tun wir mal hier irgendwie so ein bisschen rumsortieren.
Also richtig sortiert er ist nicht, oder? So richtig gut ist es nicht sortiert, also sorry. Naja. Gut, es ist wie es ist, was soll man machen? Ich räume noch den Eisen in die Bratgerät. Lalalala. Ich glaube, drüben im Ofen kann man kein Eisen schmelzen. Ich weiß gar nicht, ob der Ofen drüben geht. Das muss ich auch sagen, ehrlicherweise. Da müssen wir uns nochmal auch mit auseinandersetzen. Und hier habe ich noch ein bisschen Kohle gefunden. So, wo haben wir den? Haben wir hier irgendwo? Da haben wir die Kohle auch eingelagert. Da passt auch ganz gut hin. Wunderbar. Und wir haben Suppe und ja. Da steht noch immer der festgeklemmte Villager auf dem Tisch. Ich gehe mittlerweile auch tatsächlich davon aus, dass er festgeklemmt ist. Zu Hause bin ich, Schatzi. Hallo, Liebling. Fallmacher, Liebling. So, gut. Wir haben damit also wirklich diese Woche schon wieder abgedeckt. Es ist total schade. Ich hätte jetzt gerne noch viel weiter gemacht und noch viel mehr Zeug ausprobiert und sonst wie. Und da unten mich auch noch ein bisschen rumgekrabbelt mit euch. Aber die Zeit ist tatsächlich um. Ich wurde ja auch gebeten, die Folgenlänge zu kürzen. Und in dem Fall kommt es mir ja sogar entgegen, weil ich selbst ja auch sehen muss, wo ich bleibe. Da kommt nichts draußen rein. Räumen ist echt nur Deko, ne? Ja, es ist echt nur Deko. Ja, dann verabschiede ich mich mal hier vorm Schön von euch. So. Aus meinem wunderschönen kleinen Kuschelzimmer, ihr seht es hier, sage ich an der Stelle Tschüss und danke fürs Dabeisein. Und ich hoffe, ihr habt auch, wenn das alles zeitlich ein bisschen eingeschränkt ist und dass wir jetzt wieder eine Kreativkiste haben, auch so mal ein bisschen noch mehr zu sehen, als wir sonst in der Kürze der Zeit sehen könnten. Ich hoffe, ihr könnt damit alles ganz gut umgehen und ich hoffe, ihr habt Spaß an den Videos. Und das Survival steht natürlich im Vordergrund und das kreative Bauen ist jetzt auch wieder mehr da. Wir werden da noch viele andere Sachen ausprobieren und jetzt haben wir erstmal eine Küche mit fließend Wasser, was der Ofen kann. Ich bin darüber fragt. Wir finden es raus. Jetzt hatte ich das Hähnchen in den falschen Ofen gesteckt. Das hätten wir mal probieren sollen. Wir werden dran denken beim nächsten Mal oder auch nicht. Und ja, ich sag danke fürs Dabeisein und jo. Der Typ. Der Typ. Genau, der Typ. Tschüss.